Hallo ihr Lieben, ja, wir haben gerade Besuch, RTL 2 ist da, ein ganz nettes Team und ja, der erste Teil ist schon fertig. Wir haben so ein bisschen erzählt, was neu ist bei uns und wie ihr sehen könnt, hatten wir sehr viel Spaß. Alle mussten Julies Krone aufsetzen und Jamie hat ein tolles Interview gegeben, kopfüber. Und ja, jetzt haben wir gerade Pause, machen wir gerade Mittag. Und danach waren wir zu einem coolen Park, ist hier ganz in der Nähe. Da haben wir den Tipp bekommen von jemandem aus dem Instagram, dass hier ein ganz toller Abenteuerpark ist mit ganz viel Palmen und Wasser und Spaß für die Kinder. Und da wollen wir gleich mal hinfahren. Das Kamerateam kommt mit. Wir sind sehr gespannt, was man da alles erleben kann. Und ja, ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr wollt. Was ist denn der Plan, die Stunden aus der Woche machen? Na gut, dann nehme ich Ketchup. Ich bin ein Tja, ihr Lieben, da sind wir angekommen. Mama legt noch schnell ihre Trage an. Ihre Trage an. Doch, kannst du. Und dann machen wir für den Spaß und Action. Genau. Sieht schon mal cool aus von außen. Da sieht es schon mal gut aus. Man sieht da hinten ein cooles Flugzeug zwischen Palmen. So, hallo ihr Lieben, heute sind wir mal in Irland, in der Nähe von Kevela und da wollten wir euch ja mitnehmen, sind jetzt hier so am Haupteingang und haben natürlich, wie es passend für uns ist, eine schöne Weltkugel hinter uns. Das heißt, wir machen heute auch wieder eine kleine Reise hier durch diesen Freizeitpark, nehmen euch zu der einen oder anderen Attraktion mit und schauen mal, ob das spannend für alle Kinder ist, oder Jamie? Pass mal zu. Ja. Ist da was dabei für dich? Ja. Yeah. Und Juli? Meinst du, ist da spannende Dinge für dich dabei? Wie die Kleine. Okay, das scheint ein Ja zu sein. Dann gehen wir mal los. Du hast doch keine Dinge aus, da mit den Krippen. Boah, die können da rein. Sehen wir gleich noch, wie sie da reinlaufen. Glaub nicht. Sitzen Sie jetzt. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Streichelzoo hier in dem Park zu finden mit Ziegen. Hier kann man hier Futter kaufen, so
sodass das für die Kinder auf jeden Fall ein schönes Erlebnis ist, hier so ein paar Ziegen direkt live zu erleben. Und Jessie. Und Juli, wie war's? Ja, es ist ein Sturm. Und Jamie, was meinst du? Bist du ja jetzt aus dem Flugzeug rausgekommen? Wäre das denn echt auch so möglich? Nein. Warum nicht? Nur mit dem Fallschirm wäre das möglich. Ja, Jessie, erstmal schon wieder Sand. Diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies. Living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. Ja, ihr Lieben, ihr seht, gibt hier also auch einen coolen See. Kann man sich so kleine Paddelboote ausleihen. Und hier seht ihr da hinten, Jamie, die Mama und Julie sind gerade voll aktiv am See und erkunden mal die Gegend. Sieht recht lustig aus. Also auch wieder eine coole Attraktion hier auf dem, in dem Park. Kann man in jedem Fall mal mitmachen. Kleine Jessie krabbelt in der Zeit hier unten und testet mal den Sand. Diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies. Ja, war witzig, echt cool. Richtig Muckis krieg ich dir. Das Fahren mit dem Kloß? Juli? Nass geworden. Ist dein Popo nass geworden? Hab ich gesehen, doch. So ihr Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Airport angekommen vom Irland, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Da gibt es eine super Tower-Rutsche da hinten, die ist riesig hoch. Hinter mir ein cooles Flugzeug, da kann man auch reinklettern, sind so Rutschen. Der Bus, der zum Terminal fährt. Insofern alles wie auf einem richtigen Flughafen. Und hier auf dem Rollfeld findet da auch diese ganzen Blaulichter. Und die Markierungen sind als coole Hüpfematten. Und das? So ihr Lieben, der Jamie ist jetzt hier auf dem Tower angekommen. Hier von oben wird geregelt, welches Flugzeug wann losfliegen darf. Wie man sehen kann, gibt es hier verschiedenste Knöpfe. Es gibt ein Radar, es gibt ein Wetterradar, es gibt ein Anflugradar, es gibt ein Radar über ganz Europa.
richtig toll hier. Die Kinder können sich hier austoben. Es sind überall Palmen und schöne Sandwege. War ein echt ganz toller Tipp. Ja, wir haben einen schönen Tag hier. Jetzt kommen wieder die lange Zunge. Langsam setzen drauf. Ah, Baba, da hab ich angelegt. Rico, was du von da mit den Zangen am Schlecker. Cool. Ich könnte es mir mal sehen. Fertig. Natürlich kriegen sie mal das dafür. Eine Belohnung. Ja. Nein. Ja, es ist richtig cool hier und vor allem, man kann die ganze Zeit barfuß laufen und viele, viele Tiere, viele, viele Palmen. Also wir fühlen uns hier wirklich sehr wohl. Teilchen, wie ihr sehen könnt, kann man hier sogar übers Wasser laufen. Ohne, dass man Moses oder Jesus heißt, kann man hier super über Wasser laufen. Ein riesiges Kissen mit Wasser gefüllt. Und? Das Ambiente ist auch cool, hat so ein bisschen das Beach-Feeling auf jeden Fall. Alles voller Palmen. Palmen und da hinten ist ein Boot. Kann man also auch an Tagen, wo es mal nicht so tolles Wetter ist, am Beach sein. Ja, richtig cool. Ja, hallihallo Freunde. Hallo, wir hatten hier echt einen ganz tollen Tag. Wie ihr sehen konntet, kann man hier echt einiges mit den Kindern machen. Wir haben vielleicht nur 30-40% von den Möglichkeiten hier überhaupt gemacht. Gesehen. Das ist schon echt cool, was hier noch an Möglichkeiten ist. Der Flughafen, habt ihr gesehen, ist super mit den Rutschen, mit echten Flugmodellen. Es gibt viel zu springen, zu hüpfen, Wasserdinge. Also rundum für Kinder absolut ein Traumland. Ja, für jedes Alter auch vor allem. Ja, ne? Ja, kann man absolut empfehlen. Auch versorgen kann man sich selber, sein Zeugs mitbringen. Picknickplätze gibt es unendlich viele, wer sich mal einen Maiskolben grillen will oder dergleichen mehr, genauso. Man kann sein Grillgut mitbringen, man kann aber auch Grillkohle hier bestellen. Also es sind viele, viele Möglichkeiten und der Eintritt am Ende ist echt ein Spaß. Ist wirklich sehr, sehr günstig. Ja. Richtig zu empfehlen, also wir sind echt begeistert. Ja, Ambiente wie im Mittelmeer. Ambiente ist mega, ja. Fühlen uns hier im Mittelmeer. Ja. Richtig toll. Nee, also es war ein super Tipp von einer unserer Followerinnen auf Instagram. Tausend Dank dafür. Und wir werden hier sicherlich öfter in nächster Zeit mal aufschlagen und noch das eine oder andere euch zeigen. Für den Tag heute war es schon eine ganze Menge, aber es kommt noch so viel mehr. Es gibt noch ein Nordirland, es gibt noch ein Südirland. Wir waren heute nur in Westirland. Also ihr seht, da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten und viele spannende Dinge. Und die Jessie hatte auch ihren Spaß heute, ha? Wir haben ja ein paar Dinge gerade gesehen, ja.
Er hat ja gesehen, dass wir wieder begleitet wurden von einem Kamerateam. Ja. Und morgen geht es dann nochmal weiter. Genau. Genau, da könnt ihr dann gespannt sein auf die gesammelten Werke, die die dann ja insgesamt über 7 Tage dann mit uns gedreht haben. Das wird sicherlich für uns auch spannend zu sehen, was dabei rausgekommen ist. Morgen, wie gesagt, nochmal einen Tag, heute hier in diesem schönen Park. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ne? Joho! Ja! Wir ziehen ja gleich nach Hause. Ja. Morgen geht es ja wieder weiter. Okay, dann viel Spaß noch. Ciao. Ciao.